Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Geht um die Woche 27.11. bis 3.12. Wir haben Vollmond. Mit diesem Vollmond verlassen wir die Sterbephase. Ja, also sprich Samhain. Ja, ihr wisst, ne? Totensonntag haben wir ja nun heute. Also alles, was da aufhören soll. Und dann packen wir jetzt hier in die Kiste, machen einen Deckel drauf. Wer will? Ihr wisst, euer Wille geschehe, ja? Ich will, dass das aufhört. Ja, dann packst du in die Kiste, mach einen Deckel drauf. Hier, ne? Und dann geh in die positive Gedankenenergie. Ja, habt ihr auch in der Infobox, ne? Negatives Mindset beenden. Ja, und das braucht eben auch Willen. Ja, also es geht jetzt die Woche anders. Wir gehen nach diesem Vollmond in die hier Wünschezeit, in die Wunscherfüllungszeit. Das habe ich euch aber auch im Rauhnächte-Orakel erklärt. Ne? Habt ihr auch in der Infobox, steht euch alles zur Verfügung. Ne? Und jetzt wird es halt energetisch auch dargestellt. Ja, das ist so dieses Erfolg haben, ne? In der positiven Ausrichtung, in der positiven Gedankenkraft. Dann eben auch das Positive in der Tagträumerei, sich das Positive ausmalen, ne? In dem positiven Willen, in die positive Ergebnisführung gehen. Weil, ja, mit der Wunschkiste, ne, habt ihr alles im Rauhnächte-Orakel erklärt, da könnt ihr wieder diese Energie von, ihr könnt jetzt beides wählen. Ja, das, was ihr reinpackt, ne, kommt auch wieder raus. Ihr könnt also hier in die Gefühlsduselei, ja, ins Gejammer gehen, ne, über Gefühle, Gefühlslage nachdenken, das Glas ist halb leer nachdenken und das immer wieder ins Feld gehen und dann entsprechende Spiegelung erfahren, so lange bis ihr an diesen Punkt hier kommt, ne, oder ihr seid jetzt an diesem Punkt, packt das in die Totensonntagkiste, ne, in den Abschluss der Samhain-Energien und geht dann in das Mindset, das ist ein Training, ja, ich kann meinen Geist immer, bin Herr meines Geistes, ja, ich bestimme, wie ich mir die Dinge ausmale. Und darum geht's jetzt, das ist jetzt wirklich wichtig, auf diese positive Gedankenkraft zu achten, auf positive Tagträumereien, ne, damit eben entsprechend auch die Spiegelung in euer Feld fließt. Ja, weil euer Wille geschehe. Ja, was ihr wollt, dass es aufhört, könnt ihr euch auch, wenn ihr möchtet, auf ein entsprechendes Zettelchen schreiben. Ich habe euch ja gesagt, morgen mit dem Abschluss der Samhain-Phase, mit dem Vollmond, verbrennen wir das in der Zuckerwattekerze, ne? Ach, übrigens, ihr Hübschen, ja? Ja, ich wurde jetzt übers Wochenende öfter angeschrieben, wo denn der Link zu der Zuckerwattekerze ist, weil der ein oder andere jetzt auch schon diesen Impuls hat, die anzünden zu wollen, ja? Und sich die eben nicht für die Rauhnächte-Phase aufzusparen. Das heißt, schon Nachschub ordert. Die ist in der Infobox als Halschakra-Kerze betitelt, mit Absicht, das ändere ich auch nicht. Ich ändere das nicht auf Zuckerwatte, weil das Wichtige dabei ist eben, dass ihr euch traut, eure Wünsche zu formulieren. Ja, ob nun sprachlich oder schriftlich, das ist für mich dasselbe, ja, weil es geht um das Wort. Ja, das Wort bildet sich ja in der Regel im Stirnchakra und plumpst dann aus dem Halschakra. Das Bild ist ja schon wieder göttlich. Ich liebe es. I love it. Ja, und dementsprechend, ja, ne, habe ich euch schon gesagt, wir verlassen ja die Samhain-Phase, ja, mit dem Vollmond, ne? Eine bestimmte Spiegelung, wenn wir das wollen,
Ja, dann geht Merkur geht hier in den Steinbock, aber in der Rückläufigkeit, ne, habt ihr auch schon in der Infobox das Orakel, ne? Und der Steinbock hier, das ist der Reiter im Lennemann, ne? Der Reiter und der Berg. Ja, ich kann jetzt auch noch hier zum 20. Mal gegen eine Wand fahren und rumjammern, ne? Oder ich kann da jetzt eine Grenze setzen, ja, und neu anfangen, ne? Indem ich etwas Negatives auf Eis lege, ja, und hier, ne? In die 1 und 12, ne? Der Reiter und die Vögel, ja, in die Fürbitte, in die Wünsche gehe. Aber das habe ich euch alles im Rauhnächte-Orakel erklärt. Ja, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wichtig ist halt, dass ihr auf euren Willen und auf euer Bewusstsein achtet. Ja, weil ihr seid reines Bewusstsein und ihr verbindet euch mit dem, was ihr denkt. Automatisch. Das kennt ihr auch. Ja, es ist so, was weiß ich, zum Beispiel, so das klassische Beispiel ist, wenn man schwanger ist, ne, dann sieht man auf einmal, die Welt ist ein Spiegel, ja, der Fokus richtet sich darauf, ne, dann sieht man auf einmal überall Schwangere. Das höre ich immer wieder, ja, oder habe ich in der Zeit, wo meine Mädels und ich trächtig waren, das ist ja auch schon wieder geil, schwanger waren, ja, dann hört man immer so, von Schwangeren hört man immer so, ey, das ist total merkwürdig, ich sehe überall nur noch Schwangere. Ja, genau, ne? Innen wie außen, ganz genau. Das, worauf du dein Mindset, womit du dich geistig beschäftigst, ne? Dein Wille, das ist das, womit du dich verbindest, was du an Wahrnehmung in der äußeren Welt dann halt hast, ja? Und wenn du keinen Bock mehr auf diese negative Scheiße hast, musst du in dir anfangen, das Positive zu suchen und auf einmal wirst du auch eben entsprechend nur dieses noch in der Welt finden. Ja, dir werden auf einmal, ne, andere auffallen, die dir dieses Innere spiegeln. Du wirst dich automatisch ausrichten auf Menschen, die eben auch diese positive Gesinnung haben. Und dafür habt ihr ja auch Shamus Roll-On, ne? Auch in der Infobox. Also ihr seid bestens ausgestattet. Ja, hier. Ne? Wenn du Liebe möchtest, musst du dich nach Liebe ausrichten. Dann hast du auf alles andere auch überhaupt automatisch gar keinen Bock. Du merkst dann sofort, wie dich alles andere runterzieht, niedrig schwingen lässt, ja, immer in den gleichen Dramen klebt. Hier, Bewusstsein, ne? Bewusst in die Liebe gehen. Shamusbox habt ihr auch in der Infobox. Ihr seid bestens ausgerüstet eigentlich für das, was jetzt kommen will, ne? Und es kann ein wahrhaftes Geschenk sein oder eben, ne, das, was du willst, ja. Oder eben, komm, ne, lass uns weiter schön im Drama sein, ja. Lass uns zusammen jammern, ne? Das ist die Basis unserer Verbindung, ja. Das ist feel free, jeder wie er möchte, ja. Aber diese Woche ist halt, du willst, dass etwas aufhört, entweder Positivität, weil du die ganze Zeit am Jammern bist, dann verschwindet die. Ja, oder Negativität, weil du dich draufsetzt, ja, und das Motto vielleicht für den Anfang in deinem Leben zulässt, ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und du merkst, ja, wenn man, das ist ein Kinderfilm auch super geil dargestellt, ja, ihr glaubt gar nicht, wie viel Wahrheitsgehalt darin ist, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Die Hüter des Lichts. Die Hüter des Lichts. Also ich habe noch nie einen Kinderfilm gesehen, in dem so viel Wahrheit steckt. Ich war völlig baff. Ich habe diesen Film geguckt und dachte, das ist ja unfassbar. Was für ein Genie. So geil hätte ich das niemals zusammenfassen und formulieren können. Das ist halt auch, ja, der Schatten, den sie weglachen im Grunde genommen. Und das klappt. Es klappt. Aber was braucht man dafür? Eben den Willen, ne? Ja. So. Jetzt gucken wir aber auf die einzelnen Elemente. Ich versuche das wieder auf die Elemente runterzubrechen. Wir halten uns an die Reihenfolge der Mondtage. Luft, Wasser, Feuer und Erde. Wir haben in
der Energie im Löwemond 3 Tage, ja, der Löwemond, die positive Kraft überwiegt diese Woche an Energien und deshalb, liebe Erdzeichen, seid ihr dann von der Mondenergie nächste Woche wieder mit dabei, ne? Hier schaut mal, ne? Das ist auch, um es anders zusammenzufassen, der volle Mond, ja, verschafft dir entsprechende Spiegelung. Ja, du kannst jetzt einen Schatz finden oder einen Haufen Hunde-AA, je nachdem, wonach du Ausschau gehalten hast, ja, oder jetzt anfängst, Ausschau zu halten. Ja, Hunde-AA auch geil. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ihr Süßen. So, jetzt aber mal konzentrieren hier. Hier, genau, ganz genau. Das, was du willst, das, was du entscheidest, das gilt jetzt. Ist auch geil. Ja. Gut, Luftzeichen. Wurzelchakra. Es blinkt rot hier. Wurzelchakra, ihr Hübschen. Ganz irdisch für die lieben Luftzeichen. Das Wurzelchakra wird aktiviert. Wie merkt ihr das? Ihr habt vielleicht Ischias, ja? Euer Steißbein juckt. Ihr könnt nicht ruhig sitzen. So, in die Richtung. Es pulsiert da drin. Oder ihr kriegt eben ganz irdisch, ja, wieder etwas kredenzt, ne, was dann den Druck auf euren Willen, dass das hier ab in die Kiste und Deckel drauf, ja, jetzt passiert. Uah, ja, springt dann das halbe Kartendeck entgegen. Ne? Liebe, liebe Luftzeichen, haben wir es ein wenig konkreter für euch? Ja, hier, schaut mal. Ne, und das ist das, was ich meinte. Es kommt diese Woche, einfach haben wir auch hier 32, ne, wirklich auf euer Mindset an. Wollt ihr eine Lösung haben, dann bekommt ihr eine. Oder wollt ihr jammern? Und da es darum geht, dass das, was ihr jetzt ins Energiefeld gebt, dass das als Spiegelung zurückkommt. Ne, hier, schaut mal. Wenn ihr Veränderung nicht in Angriff nimmt, nicht in der Lage seid, Entscheidungen zu treffen, ja, immer irgendwelche Ausreden parat habt, um bestimmte Dinge nicht in Angriff nehmen zu müssen, kommt das hier als Spiegelung rein, ne? Menschen, die auch keine Entscheidungen treffen, da dürfte, das sind dann auch Triggerpunkte, ja, das heißt, es dürfte euch dann auch entsprechend anbrechen, ja, dass andere Personen so sind und dann guckt, ja, ist das eine Spiegelung? Ist das eine Spiegelung? Weil es geht diese Woche um Spiegelung. Ne, das ist okay, aber beschweren darf man sich dann halt nicht, ne? Wenn man selbst das Buch der 1000 Ausreden ist, ja, und sich dann keine Ergebnisse im Außen zeigen, dann, hier, sage ich ja, da, ne? Lehnst du deine eigene Schöpferkraft ab, ja, machst dich zum Opfer und bist im Karma-Spiel, ist okay, nur beschweren darf man sich dann halt nicht, ne? Ja, hier ganz genau. Das ist eine innere Entscheidung. Das ist die Ausrichtung deines Willens und deines Mindsets. Alle sind so schlecht, alle sind so böse, alle sind so nur am Heulen, ja. Keine Erfolge in Sicht. Jo. Inneres ausgerichtet auf Negativität.
große Arkan. Ganz wichtig, ja, jetzt zu überdenken, worin du deinen Erfolg siehst. Ja. Weil das Universum bewertet nicht, ne? Das ist völlig frei und außerhalb von Bewertung, komplett. Das heißt, wenn du im Inneren dich in die Negativität ausrichtest und es als Geschenk empfindest, weitere Dramen im Leben zu haben, dann bekommst du eben Dramen geschenkt. Resultiert hier raus, aus dieser Energie. Und da dein Wurzelchakra blinkt, ja, gibst du diese Energie ins Feld und Mutti kredenzt. Okay, meine Tochter, mein Sohn liebt Dramen, liebt es, das Opfer der Handlungen anderer zu sein. Dann, wenn das hier die Ausrichtung auf den Erfolg ist, schicken wir meine Tochter, meinen Sohn halt weiter in solche Felder rein. Damit meine Tochter, mein Sohn etwas hat, worüber sie sich aufregen kann, ja, weil das erfüllt sie, ja. Wenn das deine Erfüllung ist, dein Schatz ist, dann bekommst du den. Ja. Gut, ist eine Entscheidung, kann ich jetzt nichts machen, ne? Das Werkzeuge, Mittelchen habt ihr genug. Alles in der Infobox. Wasserzeichen. Was haben wir bei euch? Sakralchakra. Orange blinkt es bei euch, ihr Hübschen. Orange. Kommt mir auch gleich eine Affirmation durch, ihr Hübschen. Also, liebe Wasserzeichen, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch ein Zettelchen auf euren Spiegel kleben möchtet, dann drückt jetzt Pause, holt euch Stift und Zettel. Ich habe hier als Affirmation für euch, ich genieße, ich lasse es fließen, ich bin im Gleichgewicht. Geile Ausrichtung. Geile Ausrichtung. Liebe Luftzeichen, ne? Natürlich auch für euch oder generell für alle. Ne? Für alle Zeichen ist das gerade eine geile Affirmation, sich damit geistig auszurichten auf den Erfolg, auf den Fluss des Erfolges. Ne? Ich genieße, ich lasse es fließen. Ich bin im Gleichgewicht. Punkt. Geistige Ausrichtung auf Liebe. Schamo-Paket, ihr Süßen. Ich genieße, ich lasse es fließen, ich bin im Gleichgewicht. Gut, das war für alle. Jetzt aber hier Wasserzeichen, Sakralchakra. Ja, ne? Wenn hier rückläufiger Merkur habt ihr auch in der Infobox hier. Aber das transformiert ihr. Ihr transformiert es. Was transformiert es? Was transformiert es? Was transformiert ihr? Ja, hier. Energien, die eine Wiederholung sind, rückläufiger Merkur,
wo ihr schon gelernt habt in der Vergangenheit, ja, dass das keine Veränderung ist, ne? Ihr gähnt. Ja, das Bild, was ich kriege, ist, wie ihr gähnt. Wie ihr sagt so, oh, langweilig. Ja, hatte ich schon mal, bin ich schon mal drauf reingefallen, ja. So blöd bin ich jetzt echt nicht noch ein zweites Mal. Das transformiere ich. Du erkennst es, ja, wo du hier zum Narren gehalten wirst, weil es war schon mal da. Es kommt nichts Neues. Ja, es kommt hier nichts Neues, es kommt etwas Altes, ja, deine Nase verrät dir schon, nee, davor will ich Ruhe haben, hier, da habe ich keinen Bock drauf, ja, das übergebe ich ins Licht, ja, das ist nicht mein Drama, das kommt von außen, ne, das will ich nicht, da mache ich hier Klappe zu, Affe tot. Ja, kann diese Person hier gerne behalten, das Drama. Ja. It's not me. Ich nehme was anderes. Ich nehme eine Aktivierung in meinem Sakralchakra. Ich nehme das, was ich genießen kann. Ja, wo ich fließen kann. Und wo ich spüre, ne, dass ich im Gleichgewicht bin. Ja, ist auch ein guter Plan. Ein viel besserer. Ein viel besserer Plan. Also achtet diese Woche auf etwas, was wiederholt kommt und wo ihr schon, ne, weil ich kriege dieses Erschöpfte. Ne? Die Situation, die Erfahrung ist erschöpft. Ihr könnt daraus nichts mehr mitnehmen. Ja, und ihr wisst das, weil es macht euch müde. Ja, ich sehe euch, wenn das ins Feld kommt, sehe ich euch so, oh, langweilig, langweilig, ja, immer der gleiche Scheiß, Augenrollen, ne, also hier, das kann ich, jetzt habe ich keinen Bock drauf, gut, weg, super Idee, weg damit, worauf habe ich Bock, klebt auf meinem Spiegel, ja, auf ich genieße, ich lasse es fließen, ich bin im Gleichgewicht. Genau, hier, da. Ihr kriegt den absoluten Abschluss einer Situation, wenn ihr das möchtet, ja, weil ihr wollt und das ist nicht negativ. Ihr wollt das nicht mehr im Feld, ja, ihr wollt davon nichts mehr hören, die drei Affen, ne, ihr wollt davon nichts mehr hören, ihr wollt davon nichts mehr sehen, ja, und ihr habt auch keinen Bock mehr, euren Geist und euren Ohren und euer Halschakra, ne, damit zu quälen. Supergeile Ausrichtung, ja, ja, den Scheiß schließe ich ab. Und das ist der komplette Abschluss. Das ist Totensonntag. Das ist verbannt und das brauche ich auch nicht nochmal. Ich kenne die Ergebnisse, ich brauche es nicht nochmal. Gut, weg damit. Liebe, liebe Wasserzeichen, ihr kriegt das also ganz alleine hin. Vielleicht den Reminder, ne, tatsächlich an den Badezimmerspiegel kleben. Und dann könnt ihr euch das ja auch einfach immer fragen, ja, was ist das? Kann ich das genießen? Nein. Also gehört es in die Kategorie gut, dann will ich, dass das aufhört. Auf Zettel drauf, ab in die Kiste, ne, oder eben ab in die Flamme, weg damit. Ja. Dann kommt es auch nicht wieder rein. Feuerzeichen. Was haben wir bei euch? Bei euch haben wir auch die Kerze. Ja, weil wir haben hier, euer Halschakra wird gestärkt. Bei euch blinkt es türkis. Bei euch blinkt es türkis. Hier, guck mal, habe ich auch schon wieder um, ne? Mein Aquamarin-Armband. Weil mir einfach bewusst ist, ja, dass ich gerade viel durch mein Wort helfen und unterstützen kann, ne? Ja. Und ich mache das dann ja auch immer gerne. Ich bin ja in so einer
Komm, packen wir an jetzt Energie. Ach, gucke mal, Schöpferkraft, ne? Ja, bin ich gerade drin. Kann ich auch nicht dauernd halten, ne? Also macht euch da mal keinen Kopf, ne? Perfekt ist eine Illusion, aber gerade bin ich's. Und das hat auch auf jeden Fall wieder einen tieferen Sinn, ne? Und das habe ich bei euch auch, ihr Süßen, ja? Feuerzeichen sind gerade, da wird die Kraft, die Energie hier gerade ins Halschakra gegeben. Also ihr habt irgendwie gerade eine Menge zu sagen oder solltet was sagen. Ja, hier, guckt, sage ich doch. Wahrheit und Klarheit, nicht ausweichen, Tatsachen schaffen. Übers Halschakra. Auch wenn ihr dann eventuell, weil das ist das Problem, das ist hier der Dornen im Halschakra, die Blockade, ja. Auch wenn ihr dann eventuell ein Nein bekommt, ja. Weil so eine klare Ansage tut vielen ja auch erstmal weh. Ne? So, wenn man den Nerv trifft, ja, dann ist es vielleicht erstmal bei dem anderen ein Aua, ja. Aber hier kommen Personen ins Feld, die diese Klarheit brauchen. Ja, noch im November. Der ist nicht mehr lang. Der ist noch bis einschließlich Donnerstag. Ja, und da muss man vielleicht auch das Popöchen in der Hose haben, mal was Negatives anzusprechen. Ja, das ist ja auch eine tatsächliche Hilfestellung dann, ne? Es kommt immer auf die Wortwahl an, ne? Ist ja das, was ich euch auch immer sage. Es gibt keinen Grund, ja, über die Menschheit mit einem Mähdrescher drüber zu fahren. Ja, man kann die Dinge auch in einem ruhigen Ton und vernünftig ansprechen. Es sei denn, man wartet zu lang, ne? Dann springt ja hier der Halschakradeckel, der Fluss, ne, immer mit so einem Druck auf, ne? Boom! Das ist dann für alle Beteiligten nicht so schön. Man kann, wenn man ein gesundes Halschakra hat, ja, kann man die Dinge auch schon in dem Moment fließen lassen, wo man nicht warten muss, bis eine Emotion überkocht, ja, und deshalb hier der Deckel sich hebt, ne? Ja, und bei euch wird es so sein, ja, dass sich der ein oder andere, weil ihr seid nun mal Licht, in der Regel, ne, wenn ihr euch traut, ja. Aber früher oder später, weil ihr Licht seid, kommt das Licht in euch durch. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Das kann dann mit einem Boom, ne, mit einem Knall passieren. Oder wenn ihr einfach im Licht steht, ja, dann passiert das auch vorher schon in einem ganz harmonischen, friedlichen und auch mitfühlenden Ton. Ne? Aber es ist wie, wenn man Angst hat, ja, wenn man auf der Schattenseite lebt, ja, wenn man Angst vor, was denkt der, was, also wenn man in diesen Kopfmodus geht, ja, in den berechnenden Modus geht, ist in Taktik, Kalkül, ja, in Nutznießen, ne, und Berechnung, dann hält man den Sabbel, ne, nutzt sein Licht nicht, ja, und dann bauschen sich Dinge aber eben auf, bis man an diesen Punkt kommt, ne, und dann boom, fliegt halt der Deckel ab. Da müsst ihr selber gucken, an welchem Punkt ihr da steht. Ja, auf jeden Fall braucht ihr der ein oder andere eine Klarheit und eine Wahrheit von euch. Und das kann eine unangenehme Ansage sein, aber das hört sonst nicht auf. Ne? Es hört nicht auf. Ansonsten wird hier geteasert, 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 bis ihr an diesen Knallpunkt kommt, ne? Ja, hier ganz genau. Ja, das sage ich ja. Ne, das kann diesemjenigen wehtun. Ja, also sprich dann schmerzlich bewusst werden. Aber genau da wird bei euch gerade die Kraft reingegeben. Und das ist auch eure Kraft. Etwas
was im Verborgenen liegt, ins Licht zu stellen. Ja? Das ist eure Gabe, ihr Hübschen. Und da drücken die Energien jetzt rein, ja, da, wo ihr euch versucht habt, eure eigene Kraft hier, ne, der Löwe, Feuer, eure eigene Kraft versucht habt zu fesseln, zu unterbinden, zu zähmen, an die Leine zu legen, ja, da dieserjenige, welche braucht die Wahrheit. Und das, ihr könnt es gleich machen oder dafür sorgen, dass die Energien noch mehr hochdrücken, ja. Dieserjenige wird keine Ruhe geben, kein von alleine kein verändertes Verhalten an den Tag legen. Weil das irgendwie fühlt sich das an, als wenn das die Aufgabe von diesemjenigen wäre, da so eine so ein Dornen aus eurem Halschakra rauszuziehen. Ja, so ist es auch. Okay. Ja. Das heißt, ihr werdet diese Woche bis zur Vergasung genervt, bis ihr euer Halschakra freisetzt. Ne? Okay. Erdzeichen. Liebe, liebe Erdzeichen. Was haben wir das Außen? Ah, okay. Ja, das Außen. Ihr könnt viel im Außen. Das Außen wird hier von den Mondenergien ja gerade gepusht, gefördert, unterstützt. Ihr habt diese Woche, ihr seid diese Woche der Ruhepol, ja, und könnt euch Popcorn holen, könnt euch Chips holen. Hier ist starke Energie im Außen. Könnt ihr staunen. Wahlweise die 3D- oder die 5D-Brille aufsetzen. Ja, euch mit in Karma-Spielchen ziehen. Ja, hier genau das Außen, sage ich doch. Hier ist alles da auf euch zukommend. Ja. Das Außen wird hier, da haben wir schon wieder die Box. Guckt euch das an. Also ihr Hübschen, ne? Ihr beide Boxen in der Infobox. Ihr beide Boxen in der Infobox. Ne? Rauhnächte und Shamus Weihnachtsbox, ja. Beides hier. Wunscherfüllung. Um sichtbare Ergebnisse zu kriegen. Und ihr beobachtet das. Ihr beobachtet es. Ihr guckt, was andere jetzt, wie die aktiviert werden, ja, was für Wege die einschlagen. Ihr beobachtet halt eben auch, zu was für Ergebnissen kommen diese Menschen auf diesen Wegen. Ja, ihr seid mehr so, kann ich was davon für mich mitnehmen oder nicht? Ja, also ihr seid die Woche so ein bisschen unbeteiligt. Ja, hier die drei anderen Elemente. Ja, verbinden sich hier gerade und ihr dürft beobachten, zuschauen und lernen, ja, so nach dem Motto, auch das hat die ja schon ausprobiert, ja, das muss ich jetzt nicht auch nochmal erfahren, ja, ihr habt so Stift und Zettel beobachtet und nehmt daraus das Beste an Erfahrungen für euch mit. Ihr habt eine riesengroße Brille auf die Welt gerade auf. Ja, ihr habt einen beobachtenden Posten und nehmt eben die Sachen mit, ja, die zu euch passen und die ja hier ganz genau, ne, was andere für Entscheidungen treffen, was aus den Entscheidungen wird, ja, ob man mit einem bestimmten Verhalten hier tatsächlich Ziele erreichen kann. Ihr seid ja ganz genau hier. Ob die Entscheidungen tatsächlich in die Fülle führen, ja. Das ist das, was ihr so beobachtet, ob ihr daraus etwas für euch auch mitnehmen könnt oder nicht. Ja, ja, hier genau, alles auf dem Kopf, alles ganz genau. Wenn ne, bestimmte Personen hier gewisse Entscheidungen treffen, was ist das irdische Resultat daraus? Ja, und wie gestaltet sich dann das Sein dieser Person? Ihr habt, ist nicht eine Karte gerade gefallen, guckt. Und das ist auch das, was ich ja direkt als erstes reinbekommen habe, das Außen. Ja, ihr seid hier
in der Herrscherenergie und aus den Beobachtungen, die ihr diese Woche macht, werdet ihr dann für euch, für euer Reich, für euer Sein entscheiden. Lasse ich das hier auch rein? Ja, möchte ich da vielleicht auch Neues reingeben oder eben nicht? Ja gut, bedeutet aber auch, dass ihr halt in der Beobachtung aufs Außen außerhalb eures eigenen Willens seid, ja? Also ihr macht euch da gerade so ein bisschen abhängig. Aber auch das finde ich nicht schlimm. Ja, wenn das kein Dauerzustand ist, ne, sondern man halt mal eine Woche auf Beobachtungsposten geht, was das halt mit anderen macht, ne, was für Ursache-Wirkung beobachtet, dann ist das okay, ne? Ja, wird mir auch nichts anderes zu reingegeben. So, wisst ihr Bescheid, ihr Hübschen? Für mich ist es super, super logisch, ne, dieser Wechsel, ne, von Samhain jetzt mit dem Vollmond da auszusteigen und in die Joule, in die Weihnachtsenergie einzusteigen, ja, in die Zeit der Wunscherfüllung, der Träumen und eben entsprechend auch da das Mindset, den Geist darauf auszurichten, was ich will, anstatt auf das, was ich nicht will, ja, ist für mich einfach auch super logisch und ich spüre das auch in Gänze. Ja. Also entlasse ich euch erstmal. Morgen fackeln wir hier das nervige Zettelchen ab. Ja, wer möchte also? Bis dann. So haben.